Ich habe mir einen Antennenrouter bzw. Satellitentracker selber gebaut, welcher für VHF-Antennen zum Beispiel geeignet ist. Was ich dafür genau verwendet habe, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Das Gestell des Trackers besteht aus 20x20 Aluminiumprofilen, an denen alle anderen Komponenten befestigt sind. Zur Lagerung der beiden Achsen nutze ich Kugellager mit einem Innendurchmesser von 40 mm, in denen Aluminiumrohre laufen. Als Antrieb nutze ich zwei NEMA 23 Motoren, welche vom TB6600 Drivern betrieben werden. Die Steuerung übernimmt ein einfacher Arduino Nano, an welchem zudem zwei optische N-Subs angeschlossen sind. Wie ihr seht, sind viele Teile 3D gedruckt, wie zum Beispiel die Halterung für die Lager. Auch das Wurm- bzw. Schneckengetriebe ist aus gedrucktem Plastik, welches sich als erstaunlich stabil erwiesen hat. Der Antennenrouter hat keinen Kompass oder ähnliches, weswegen er mit einer Seite Richtung Norden ausgerichtet werden muss, wenn er sich auf der Nullposition befindet. Für die Kommunikation nutze ich einfach die serielle Schnittstelle des Arduinos über USB. So kann jede übliche Software wie Orbitrun und WXTrack zum Beispiel den Tracker steuern, da ich das bekannte GS232-Protokoll implementiert habe. Natürlich ist die Steuerung auch über den seriellen Monitor im Arduino IDE möglich. Der erste Test mit meiner Carbon-Yagi war erfolgreich. Der selbstgebaute Router hatte keine Probleme, den Wettersatelliten zu verfolgen und auch das Gewicht der montierten Metallhalterung inklusive Rohr war über absolut kein Problem. Allerdings ist der Versuch, eine 1,2 Meter große Satzschüssel zu montieren, leider gescheitert, was nach den ersten Tests aber bereits vorherzusehen war. Ohne Gegengewicht war die Last auf dem oberen Lager an der rotierenden Achse einfach zu schlecht verteilt, wodurch die gedrückte Halterung gebrochen ist. Ehrlich gesagt habe ich eher damit gerechnet, dass etwas an der Elevationsachse kaputt geht, aber mit einer besseren Lastverteilung und einem Gegengewicht für die Elevationsachse ist eine kleinere Satzschüssel auf jeden Fall nutzbar in der Konstruktion. Das Projekt hat jetzt einige Zeit in Anspruch genommen, vor allem weil ich auf viele Teile warten musste aus China und auch aus Deutschland über eBay. Es hat mir aber auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich weiß jetzt sehr viel mehr über das Design von Zahnrädern zum Beispiel und auch über den 3D-Druck und auch wie stabil 3D-gedruckte Teile sein können in dem Fall. Und ja, das Ganze ist nicht wie erhofft, weil ich halt immer noch einen Rotor für meine Ersatzschüssel jetzt brauche, aber ich habe bereits eine andere Idee, was ich mit den Teilen von dem Tracker, den ich jetzt gebaut habe, anstellen werde. Wenn man nur leichtere Antennen bewegen will und keine 1,2 Meter große Satzschüssel, ist auf jeden Fall eine Alternative zu einem kommerziell erhältlichen Antennenrotor, vor allem weil dieser mich jetzt nur 150 Euro gekostet hat. Mein Tracker ist nicht voll ausgereift, aber das Grundprinzip funktioniert schon sehr gut. Wer so kein Problem hat, damit etwas zu basteln, kann mit den Teilen bestimmt etwas Ähnliches bauen. Die von mir designten Teile und eine Teileliste findet ihr auf meiner Website, der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.